Liebe Studierende, willkommen zurück in der Mikroökonomie 1 Vorlesung. Letzte Woche habe ich Sie kurz in die zentrale Problemstellung der Volkswirtschaftslehre eingeführt, das Problem der Knappheit. Entsprechend ist die VWL die Wissenschaft, die sich mit der Allokation knapper Ressourcen beschäftigt. Die Knappheit drückt sich darin aus, dass wir alle in irgendeiner Art Budgetbeschränkungen unterliegen und entscheiden müssen. Wir stehen vor Trade-offs, vor Zielkonflikten. Dabei wollen wir aber alle für uns aus den gegebenen Möglichkeiten das Beste machen. Wir optimieren. Zumindest versuchen wir es. Wir sind damit schon bei einem unserer Grundbegriffe oder Prinzipien der Optimierung. In einem marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem werden diese einzelwirtschaftlichen Entscheidungen und Optimierungen vermittelt über die unsichtbare Hand, das Preissystem, über kurz oder lang zu einem Gleichgewicht führen. Einen Zustand, in dem alle optimiert haben und niemand mehr einen Anreiz hat, von der getroffenen Entscheidung abzuweichen. So ein Gleichgewicht muss nicht in Anführungszeichen schön sein. Ich war am Samstagabend wieder im Schiffenberger Tal im Rewe und die Schlangen an den Kassen reichten gefühlt durch den halben Supermarkt. Aber Sie wissen, das ist das Beste, was man angesichts knapper Ressourcen, nämlich der Zahl der verfügbaren Kassen, erreichen kann. Und dann wurde sogar noch eine weitere Kasse geöffnet, als ich im Schiffenberger Tal war, und wir konnten eine komparative Statik, den Vergleich von zwei Gleichgewichtszuständen, durchführen. In späteren Kapiteln werden wir uns dann insbesondere noch ansehen, welche Rolle der Preismechanismus in einem solchen Gleichgewicht spielt. Bevor wir aber soweit sind, wollen wir uns heute ansehen, wie Volkswirtschaftslehre im Detail betrieben wird. Was ist die Vor- bzw. Herangehensweise der Volkswirtschaftslehre? Das wären hier die ökonomischen Methoden, die wir verwenden, unsere Vorgehensweise und Herangehensweise. Und dann ist natürlich die Frage, welche Fragen beantworten wir? Und unser Anspruch als Volkswirte ist natürlich, oder Volkswirtinnen, ist natürlich, dass wir relevante Fragestellungen behandeln. Gut, gehen wir jetzt über zu dem, was wir jetzt im ersten Kapitel, in diesem Kapitel 2, das wir heute behandeln, was wir in diesem Kapitel heute machen. Zuerst beschäftigen wir uns mit der Scientific Method, mit unserem wissenschaftlichen Vorgehen. Das wird unser empirischer Ansatz sein. Wir beschäftigen uns dann mit dem Problem der Causation, Kausalität, und diskutieren, wie hängt das zusammen mit der Frage der Korrelation. Okay. Das wird häufig verwechselt, deshalb ist es sehr klar oder sehr wichtig, dass wir da genau Bescheid wissen. Und zum Schluss, ganz kurz, gehen wir ein auf ökonomische Fragestellungen und Antworten. Wie immer eine Vorausschau auf die Schlüsselpunkte, die wir heute behandeln werden. Der erste ist, dass ein Modell eine vereinfachte Beschreibung der Wirklichkeit ist. Also wir beschreiben die Wirklichkeit, aber abstrahieren, um dieses Ziel zu erreichen. Was Ökonomen tun, ist, sie verwenden Daten, um die Modelle, die sie vorher aufgestellt haben, zu überprüfen, zu sehen, wie genau Accuracy, wie Genauigkeit, wie genau sie die Wirklichkeit abbilden und inwiefern sie zum Verständnis der Welt beitragen. Sie sehen, wir haben hochgesteckte Ziele. Wir wollen im Prinzip verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und was natürlich noch ganz wichtig ist, Korrelation ist nicht das Gleiche wie Kausalität. Das ist ganz wichtig, auch natürlich in Zeichen von Corona. Gut, ein Instrument, das Ökonomen verwenden, um den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, Cause and Effect, Ursache-Wirkungszusammenhänge zu bestimmen oder auch weitergehend dann sogar diesen Zusammenhang, die Stärke des Zusammenhangs zu messen, das sind Experimente. Auch darauf werden wir dann eingehen. Und zu guter Letzt ist, welche Fragen beantworten wir? Nun, wir beantworten Fragen, die wichtig für die Gesellschaft sind, important to society, und beantwortet werden können mit Hilfe von Modellen und Daten. Auch die Frage, ob Gott existiert, ist eine wichtige Frage, aber die können wir nur sehr schwer mit Daten beantworten. Wie immer haben wir ein leitendes Beispiel, eine empirische Anwendung. Das ist hier die Frage, ist eine Universitätsausbildung oder lohnt sich eine Universitätsausbildung? Ist College worth it? Dieser Frage werden wir im Folgenden bei unserer empirischen Anwendung nachgehen, aber zuerst
gehen wir auf die Frage ein, wie funktioniert diese wissenschaftliche Herangehensweise, was ist diese wissenschaftliche Methode? Und diese wissenschaftliche Methode bezeichnen hier Acemoglu-Leibsen-List auch als Empiricism, das heißt, das ist hier unser empirischer Ansatz. Unser empirischer Ansatz ist das. Und der besteht im Prinzip aus zwei Schritten. Im ersten Schritt bilden wir Modelle, Developing Models. Wir bilden Modelle, die versuchen, die Welt abzubilden und zu erklären. Und aus diesen Modellen leiten wir dann Hypothesen ab, wie wir uns die Welt vorstellen. Und in einem zweiten Schritt überprüfen wir diese Modelle und die daraus abgeleiteten Hypothesen mit Hilfe von Daten. Und können dann sagen, wie genau beschreibt unser Modell die Wirklichkeit? Stimmt es mit dem überein, was wir wirklich beobachten? Haben wir ein in Anführungszeichen gutes oder ein schlechtes Modell? Das werden die Fragen sein. Und was Sie hier schon mal sehen, hier Modelle sind etwas Abstraktes. Hier sehen Sie ein komisches Gesicht. Es ist vielleicht noch besser, mir gelingt es immer nicht, diese Smileys gut zu zeichnen, aber hier sehen Sie den Strichpunkt, einen Gedankenstrich und eine Klammer und jeder von Ihnen versteht, was das sein soll. Das ist ein Zeichen, dass irgendwas mir gefällt oder nicht gefällt, wenn Sie das in einer SMS oder in einer WhatsApp schreiben. Hier haben Sie eine extrem abstrakte Darstellung und trotzdem verstehen die meisten, was damit gemeint ist. Sie werden sehen, viele Darstellungen der Ökonomie, viele Modelle werden noch viel abstrakter sein, aber unser Anspruch ist natürlich, dass Sie als Studierende das verstehen. Gut, gehen wir weiter. Wir sind beim Thema vereinfachte Abbildung der Wirklichkeit. Ein solches Modell ist eine vereinfachte Abbildung der Wirklichkeit. Die Frage ist hier, ist so ein Papierflieger ein Flugzeug? Okay. Was hier besonders interessant ist, ist die Geschichte der Gebrüder Wright. Das sind so ungefähr diejenigen, die im Prinzip die flugtauglichsten Flugzeuge entwickelt haben. Und was war das Besondere? Nun, sie haben Modelle gebaut und die im Windkanal geprüft. Sie haben also nicht ihre Flugzeuge konkret schon gebaut und sind damit wie in vielen anderen Fällen gleich abgestürzt, sondern sie haben die optimale Form im Windkanal entwickelt. Okay, und dadurch waren sie sehr erfolgreich und durch diesen Modellbau, den sie dann eben im Windkanal testen konnten, waren sie in der Lage, dann flugtaugliche Flugzeuge zu entwickeln. Also hier sehen Sie, wie wichtig ein Modell sein kann und wir versuchen natürlich auch solche Modelle zu machen. Sozusagen das berühmteste Modell, mit dem Sie, na heutzutage gar nicht mehr, heutzutage haben Sie alle Ihr Smartphone mit GPS und wenn Sie irgendwo hin wollen, dann lassen Sie sich von Google Maps oder irgendeinem anderen Routenplaner dahin führen. Aber in der guten alten Zeit von vor 10, 15 Jahren hatten sie alle noch eine Landkarte oder einen Stadtplan. Und so eine Landkarte oder ein Stadtplan hilft ihnen natürlich sehr wenig, wenn er im Maßstab 1:1 ist. So eine Landkarte oder so ein Stadtplan muss abstrahieren und das kennen sie alle. Sie kennen alle die Mercator-Projektion, wo die Erde aufgespannt ist und das eben in die zweidimensionale Ebene, unsere schöne Erdkugel, projiziert wird. Da sehen Sie, so eine Landkarte ist was, was Ihnen gut hilft, wenn Sie mit dem Auto eine kurze Distanz fahren. Aber auch hier gilt nicht eben one size fits all. Eine Landkarte ist nicht immer gut in dieser Projektion. Wenn Sie nämlich zum Beispiel von Japan nach New York fliegen wollen, ist die kürzeste Distanz hier in diesem, wie es hier scheint, nicht die gerade Verbindung auf der Landkarte, sondern der Weg über die Pole. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Erde eine Kugel ist. Okay, also da sehen Sie auch, Sie wollen ein Modell bauen, Sie wollen von der Wirklichkeit abstrahieren, nur so können Sie das sinnvoll erfassen, was hier vorgeht, aber Sie dürfen natürlich nicht falsch abstrahieren. Unser evidenzbasiertes Beispiel hier beschäftigt sich mit einer bildungsökonomischen Frage, wie schon ausgedrückt, lohnt sich ein Universitätsstudium oder lohnt sich zum Beispiel ein weiteres Studium, dass Sie einen Master-Degree erwerben, einen Masterabschluss. Und wir beschäftigen uns entsprechend mit den Returns to Education eben, wie stark steigt Ihr Einkommen an, wenn Sie weiter in Ausbildung investieren, das ist die Frage. Typischerweise würde man hier zunächst mit einem formalen Modell anfangen. Sie würden irgendwie so einen Zusammenhang herstellen, dass
eben weitere Ausbildung ihr sogenanntes Humankapital erhöht und sie deshalb später ein höheres Einkommen erwerben oder erzielen. Hier machen es auch zum Merkel-Leibniz-List, dass sie gleich eine quasi Quantität in den Raum werfen. Sie sagen, wenn sie ein Jahr mehr in Ausbildung investieren, dann wären ihre zukünftigen Earnings, ihre zukünftigen Einkommen, ihr Gehalt um 10% steigen. Das ist hier die Frage. Es ist hier unsere Hypothese also schon in gewisser Weise quantifiziert. Was das bedeutet, wenn Sie 10% mehr haben für ein Jahr, dann ist natürlich klar, wenn Ihr Ausgangs- oder wenn Ihr Gehalt, Ihr Stundenlohn mit einem Highschool-Degree, also nur mit dem Abitur oder einem sonstigen Schulabschluss, $15 pro Stunde wäre und Sie haben 10% mehr, haben Sie natürlich $16,50. Wenn Sie dann nochmal 10% mehr haben, haben Sie $18,50. Insgesamt 4 Jahre mehr bedeutet halt, dass Sie 1,1 hoch 4 mehr haben. Das heißt, Sie haben ein um 46% höheres Gehalt, das Sie erwarten können, wenn Sie diese College-Zeit haben. Das ist das, was hier im Prinzip als Hypothese dargestellt wird. Und im nächsten Schritt, beziehungsweise das wird hier nochmal in dieser Folie auch nochmal dargestellt, also Ihr Stundensatz würde dann von $15 auf fast $22 steigen, wenn Sie eben in weitere Ausbildung investieren. Das kann man sich jetzt im nächsten Schritt anschauen. Was klar ist hier, bevor wir uns die empirische Seite anschauen, Modelle sind Approximations, die sind Näherungen. Wir erwarten nicht, dass wir genau 46,7% erhalten, sondern wir wollen das nur so in etwa in der Größenordnung richtig haben. Und natürlich gilt das dann auch nicht für jeden und jede Hochschulabsolventin, sondern halt tendenziell im Schnitt. Was wir aber hier produziert haben, sind Vorhersagen, Predictions. Vorhersagen haben wir produziert, die wir dann mit Hilfe von Daten beantworten können. Sehr häufig werden wir auch anders vorgehen. Da werden wir uns erst vielleicht die Daten anschauen und dann eine Ahnung von der Größenordnung kriegen. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, ich habe jetzt hier in meiner Vorlesung die Masterstudenten befragt, die vielleicht alle schon mal etwas gemacht haben, schon gearbeitet haben und die nach ihren Gehältern befragt haben und hatte da so einen ersten Einblick oder Eindruck, den ich dann überprüfen wollte. Gut, die Frage ist jetzt hier, stimmt das so ungefähr? Können wir unsere Hypothese da mit dem 10%igen Lohnanstieg durch zusätzliche Ausbildung pro Jahr bestätigen? Ist das wahr oder falsch? Typischerweise können wir nur falsifizieren. Wir können durch eine solche empirische Untersuchung nicht die Wahrheit in Anführungszeichen darstellen, sondern immer nur schauen, trifft das zu oder trifft das nicht zu. Und hier sehen Sie die Daten, die Acemoglu-Leibniz-List, ich glaube, das ist noch aus der ersten Auflage, für die 30 Jahre alten Amerikaner zusammenstellen in Abhängigkeit von ihrem Ausbildungsniveau. Haben die einen College-Abschluss, also ein Bachelor's-Degree wäre das, oder haben sie in Anführungszeichen nur einen Highschool-Abschluss? Und da sehen Sie, gerade in den USA ist dieser Unterschied besonders groß zwischen dem Gehalt, das Sie da haben, mehr als 50.000, wenn Sie einen College-Abschluss haben, knapp 33.000, wenn Sie in Anführungszeichen nur einen Highschool-Abschluss haben. Also das heißt, Sie haben deutlich mehr. Aus irgendwelchen Gründen ist hier in der Folie bei Acemoglu-Leibniz-List sind diese Zahlen durcheinander gegangen. Ich habe es noch dargestellt, einfach die Zahlen genommen von der vorhergehenden Abbildung. Und Sie sehen hier, das Einkommen ist im Schnitt sogar um 57% höher. Da können Sie jetzt selber diskutieren, ist das mit den 46% ungefähr in Ordnung oder nicht. Sie könnten jetzt auch ausrechnen, sind das 11 oder sind das 12%. Jedenfalls sollte klar sein, dass wir hier doch eine ganz interessante Aussage getroffen haben. Was Sie jetzt sehen sollten, ist vielleicht doch ganz interessant für Sie. Noch ein bisschen größer. Das ist der neueste StepStone-Gehaltsreport. Und da sehen Sie, was im Durchschnitt ein wirtschaftswissenschaftlicher Absolvent verdient mit einem Bachelorabschluss. Das sind 40.000 Euro etwa. Und hier sehen Sie, das ist vielleicht für uns besonders interessant, nämlich für unsere Fragestellung, wie viel mehr bekommen Sie, wenn Sie
wenn Sie einen Masterabschluss haben. Also, naja, sind das 2 Jahre mehr? Sie sehen, Sie verdienen fast 6.000 Euro mehr, da ein Masterabschluss entweder ein Einjähriger oder ein Zweijähriger sein kann, sind Sie hier relativ nah an unseren 15% bzw. 10% pro Jahr, wenn Sie sich davon, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben in etwa im Schnitt 1,5 Jahre mehr, dann sehen Sie das ungefähr. Okay? Also das haben Sie. Es lohnt sich dann vielleicht sogar einen Masterabschluss. Wo ich jetzt keine Daten dazu habe, ist, was Sie normalerweise in Deutschland verdienen, wenn Sie einen Ausbildungsberuf zum Beispiel haben. In Deutschland sind typischerweise die Unterschiede zwischen einem Hochschulabsolventen und einem Ausbildungsberuf nicht ganz so groß wie in den USA, aber die sind natürlich trotzdem vorhanden. Bildung lohnt sich typischerweise. Gut, gehen wir wieder über zu unserer Vorlesung. Was Sie hier sehen oder unser Ergebnis war, dass Sie im Durchschnitt, wenn Sie ein Universitätsstudium, in diesem Fall einen College-Abschluss machen, 51.780 Dollar im Jahr verdienen. Das ist natürlich eine durchschnittliche Größe. Das ist hier der sogenannte Mean, der Durchschnittswert einer Gruppe. Und das heißt natürlich nicht, dass jeder und jede gleich viel verdient. Gerade wenn es um sowas geht wie Einkommensverteilung, verwenden wir oft auch eine andere statistische Größe. Das ist der Median. Das ist einfach der Wert, bei dem gilt, 50% der Beschäftigten haben ein höheres Einkommen und 50% ein niedriges. Was hier in diesem Zusammenhang interessant ist, ist vielleicht das Beispiel von Bill Gates. Als im Vogel-Leibsen-List drücken das hier so aus, dass sie sagen, can Bill Gates make you rich? Naja, wenn er jetzt auch hier in unserer Gruppe in WebEx wäre, dann wäre das Durchschnittseinkommen oder auch das Durchschnittsvermögen natürlich gleich astronomisch. Sie wären fast alle Milliardär, naja, eine halbe Milliarde hätten sie im Schnitt, wobei natürlich keiner oder keine von Ihnen jetzt tatsächlich mehr ein Euro mehr hätte. Also insbesondere, wenn die Einkommensverteilung ziemlich skewed, würde hier schief heißen, wenn sie ziemlich schief ist, also das heißt, wenn Sie wenige Leute haben, die sehr viel verdienen, dann ist der Durchschnitt kein besonders gutes Maß für die Einkommensverteilung. Das sagt nicht viel. Okay, also Durchschnitte können sehr irreführend sein, deshalb hat man, wenn man Diskussionen über Einkommensverteilung oder auch Vermögensverteilung hat, sehr häufig nicht den Durchschnitt vor Augen, sondern man verwendet den sogenannten Median. Ein zweites sehr schönes Argument in Bezug auf unsere Frage, nämlich lohnt sich ein Universitätsstudium, ist folgendes. Was ist Bill Gates? Ein Studienabbrecher. Genauso wie Mark Zuckerberg. Also wenn Sie dann sehen hier, sowohl Mark Zuckerberg als auch Bill Gates sind Studienabbrecher, dann könnten Sie auf die Idee kommen, hier lohnt sich Erziehung überhaupt? Also wenn ich auch Milliardär werden kann, wenn ich keine abgeschlossene Ausbildung habe, naja, dann könnte man sagen, bringt sowieso nichts, so ein Studium. Das ist natürlich ein Argument hier, als im Mogul-Leibsen-List bezeichnet das als Argument by Anecdote, das nicht besonders ernst genommen werden sollte. Okay, weil es gibt natürlich immer eine Ausnahme aus der Regel und da müsste man sich eben im Durchschnitt anschauen und das haben wir genau gerade getan. Universitätsabsolventen haben im Durchschnitt ein höheres Einkommen als Nicht-Universitätsabsolventen. Was erklärt den Studienabbruch von Bill Gates oder auch natürlich von Mark Zuckerberg? Die Opportunitätskosten, was wir letzte Woche schon diskutiert haben, nämlich wenn Sie wissen, Sie arbeiten jetzt an Microsoft oder an Facebook und können da innerhalb des nächsten Jahres schon Ihre erste Milliarde machen, dann werden Sie dann doch vielleicht sagen, vielleicht ist der Besuch der Mikroökonomie 1 Vorlesung von Professor Götz, so interessant er auch ist, dann doch nicht so wertschaffend wie die Milliarde, die Sie mit Hilfe Ihres Unternehmens machen können. Okay? Aber wie gesagt, leider ist das Patentrezept. Nur dadurch, dass Sie Ihr Studium abbrechen, werden Sie nicht notwendigerweise zum Milliardär. Da müsste schon sehr viel dazukommen. In der Regel, im Durchschnitt ist es anders und diese Anekdote hilft Ihnen nicht sehr viel, außer dass es natürlich sich schon lohnen kann, selbst tätig zu werden und selber ein Unternehmen zu gründen etc.
Hier ist auch vielleicht noch ein interessantes Beispiel. Im Allgemeinen können Sie natürlich durch Anekdoten nichts belegen. Aber was Sie schon tun können, ist, Sie können einen sogenannten Widerspruchsbeweis machen, wenn es Behauptungen gibt, wie zum Beispiel die hier steht im Hinblick auf die Basketballspieler. Also jeder Basketballspieler muss mindestens 2 Meter groß sein, sonst hat er keine Chance in der NBA, in der amerikanischen. Nun, dann brauchen Sie nur einen Spieler, der eben kleiner ist als 2 Meter, und schon haben Sie diese allgemeine Aussage mit Hilfe dieses Widerspruchsbeweises widerlegt. Nächster Punkt, okay, hoffe, dass das alles halbwegs klar geworden ist. Nächster Punkt, Kausalität und Korrelation. Da haben Sie hier 2 schöne Beispiele, auf die wir im Weiteren häufiger zurückkommen werden. Es gibt eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass Kühe, denen ihr entsprechender Bauer oder Landwirt oder Farmer einen Namen gibt, auch mehr Milch geben. Okay? Das haben Sie hier gesehen. Das ist eine Korrelation. Genauso können Sie zeigen, dass Spieler, Sie müssen nur nach Las Vegas oder nach Florida gehen, dass Spieler, ältere Spieler, typischerweise, wenn sie über 65 sind, auch gesünder sind. Die Frage wäre, müssen sie einfach hier nur ihrer Kuh Namen geben, dann gibt sie mehr Milch, oder müssen sie nur als alter Mensch in Spielcasino gehen, dann sind sie gesünder. Da sehen Sie gleich, dass das natürlich in gewisser Weise unsinnige Fragestellungen sind, aber wir werden darauf zurückkommen, um Ihnen weiter zu erläutern, wie dieser Zusammenhang zwischen Kausalität und Korrelation ist. Ups, jetzt bin ich zu weit. Ja, was ist Kausalität? Kausalität bedeutet zunächst einfach, dass wenn eine Sache eine andere direkt bewirkt. Okay? Also das Beispiel ist sehr stark auf das amerikanische studentische Publikum zugeschnitten hier. Wenn Sie die Nacht durchmachen, dann werden Sie am nächsten Tag einfach müde sein. Okay? Das sollte irgendwie relativ klar sein. Und die Frage ist natürlich bei unserem vorherigen Beispiel, ist das jeweils eine Kausalität? Korrelation bedeutet hier, dass 2 Dinge, 2 Sachen, 2 Sachverhalte zunächst einfach nur in irgendeiner Beziehung stehen. Okay? Es gibt eine Beziehung zwischen diesen Sachverhalten. Es gibt eine Beziehung zwischen den Sachverhalten, das kann eine positive sein, eine sogenannte positive Korrelation. Das heißt, beide Größen entwickeln sich in die gleiche Richtung. Zum Beispiel ist es oft so, dass Personen mit einem hohen Einkommen auch Personen mit einem hohen Einkommen heiraten. Okay? Viele Ärzte haben Ärztinnen zur Frau und umgekehrt. Ist das eine Kausalität? Woran liegt das? Ist das nur eine Korrelation und so weiter? Negative Korrelation ist die, oder damit wird der Sachverhalt abgebildet, dass die beiden Größen sich in unterschiedliche Entwicklungen oder unterschiedliche oder entgegengesetzte Richtungen bewegen. Zum Beispiel haben Arbeitskräfte mit einer höheren Ausbildung, zum Beispiel einer Universitätsausbildung, typischerweise eine geringere Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu sein. Dann gibt es natürlich auch unkorrelierte Größen. Die Klausurnote sollte typischerweise nicht von der Hausnummer abhängen, unter der Sie wohnen. Okay? Hier ist noch ein weiteres Beispiel. Sie sehen, wir haben sehr viele sehr seltsame Beispiele hier, die tatsächlich in den Nachrichten häufig kommen und leider auch sehr falsch dargestellt werden. Hier gibt es nämlich auch eine empirische Untersuchung, die zeigen, dass die Röcke kürzer werden, wenn das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts höher ist. Okay? Und die Frage ist jetzt halt eben, wie hängt das zusammen? Warum ist Korrelation nicht das gleiche wie Kausalität? Warum folgt aus Korrelation nicht Kausalität? Wieso ist das oft das Gegenteil? Und hier haben wir 2 zentrale Punkte. Der erste wäre der Omitted Variables Bias, oder auf Deutsch nicht so schön ausgelassene Variable. Wir ignorieren irgendeine Größe, die zentral zu diesem Zusammenhang beiträgt und tatsächlich eben die Ursache für diese Wirkungen darstellt. Okay? Eine Korrelation macht eben nur dann Sinn,
wenn wir hier diese ausgelassene Variable, diese omitted variable hinzufügen. Das ist genau unser Beispiel mit unseren Kühen, die Namen haben, und der Milch. Das ist einfach wohl so zu erklären, dass Landwirte, die ihren Kühen Namen geben, sie typischerweise auch gut behandeln oder sehr gut und sie deshalb mehr Milch geben. Okay? Das übliche Beispiel ist auch Störche und Kinderzahl in ländlichen Regionen. Als ich noch in Wien war, war immer mein Lieblingsbeispiel das Burgenland. Dort gibt es sehr viele Kinder und auch sehr viele Störche. Das belegt aber eben nicht, dass die Störche die Kinder bringen, sondern es heißt, das ist eine ländliche Gegend, wo man vielleicht traditionellere Wertvorstellungen hat und deshalb hohe Kinderzahl. Und gleichzeitig aufgrund der ländlichen Gegend gibt es auch genug Raum für Störche. Das sollte aber ziemlich klar sein, man darf das eben nie vergessen. Zweiter Ansatz, umgekehrte Kausalität, Reverse Causality. Dann ist es oft so, Reverse Causality bedeutet halt, dass wir zwar einen Ursache-Wirkungszusammenhang haben, der aber in die umgekehrte Richtung geht, als das, was wir ursprünglich erläutert haben. Nämlich zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Spielen und der Gesundheit alter Menschen. Es ist einfach so, dass ältere Menschen nur dann zum Spielen gehen werden, wenn sie gesund sind. Also die Wirkrichtung geht in die andere Richtung. Sehr häufig ist die Wirkrichtung sehr schwer herzustellen, gerade volkswirtschaftlichen Fragestellungen, wenn Sie sehen, dass viele Länder, die besonders hoch wachsen, auch hohe Anstrengungen in Forschungs- und Entwicklungsausgaben haben, dann wissen Sie nicht genau, was die Kausalität ist. Wächst Deutschland so schnell oder relativ gut, hat das einen hohen Lebensstandard, weil es so viel in Forschung und Entwicklung investiert? Oder ist es so, dass es sich einfach leisten kann, viel in Forschung und Entwicklung zu investieren, weil es schon so ein hohes Bruttoinlandsprodukt hat? Sind die Leistungen von Schülern in Privatschulen besser, weil die Privatschulen so gut sind oder deshalb, weil die Eltern reicher sind, mehr Zeit für ihre Kinder haben und ihnen mehr Möglichkeiten bieten können? Also Sie sehen, da haben Sie viele Fragestellungen, die eben nicht so einfach zu beantworten sind. Und das ist ein zentrales Problem, die Kausalität wirklich darzustellen oder herauszufinden. Das wird Ihr ganzes Studium über Sie beschäftigen. Nun, wie gehen wir vor, um tatsächlich hier so einen Ursache-Wirkungszusammenhang herstellen zu können und eben zwischen Kausalität und Korrelation unterscheiden zu können? Nun, der erste Ansatz ist typischerweise dieser modelltheoretische. Wir bilden ein Modell und schauen, wie können wir das eine aus dem anderen erklären und ist das überzeugend? Wenn wir aber dann wirklich zu den Daten wollen, helfen uns eigentlich in diesem Zusammenhang häufig nur Experimente. Es gibt zwei Arten von Experimenten. Das eine sind die RCTs, die Randomized Controlled Trials, die randomisierten kontrollierten Zufallsexperimente. Nun, das kennen Sie jetzt aus den Impfstudien im Zusammenhang mit Covid-19. Okay, was machen Sie da? Nun, wenn Sie so einen Impfstoff haben, dann machen Sie zunächst zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die erhält den Impfstoff, die andere Gruppe, die erhält ein Placebo. Okay? Und so können Sie testen, ob dieser Wirkstoff, den Sie hier getestet haben, tatsächlich wirkt. Oder ob das nur ein Placebo-Effekt ist oder ob es überhaupt kein Effekt ist. Okay? Das machen Sie typischerweise, eben indem Sie so eine Kontrollgruppe, hier Control Group und eine Treatment Gruppe haben, also die behandelte Gruppe haben. Das Problem ist natürlich, dass es sehr schwierig ist mit ökonomischen Fragestellungen. Sie können nicht einfach mal sagen, okay, wir inflationieren jetzt völlig, das wäre eine makroökonomische Fragestellung in halb Deutschland oder wir heben zum Beispiel die Buchpreisbindung in ein paar Bundesländern in Deutschland auf und in anderen nicht. Okay, da so ein Experiment können Sie kaum durchführen. Und Sie sehen natürlich auch, dass es moralisch zum Teil schon sehr kritisch ist. Also bei Arzneimitteln ist es klar, da haben Sie häufig Kranke
Und dann ist die Frage, wollen Sie denen das entsagen, dieses Medikament oder auch nicht? Aber Sie müssen es tun in Teilen, damit Sie die Wirkung überhaupt überprüfen können. Sie haben immer Ethikkommissionen, die prüfen, ob das ethisch verantwortlich ist. Bei der Ökonomie, da gibt es auch Fragen oder Studien in Entwicklungsländern, wo sie manchen armen Landwirten Saatgut geben und anderen eben nicht und dann schauen, hat das langfristigen Effekt, wenn sie das in einem Jahr machen oder eben nicht. Und das ist natürlich auch immer eine sehr komplexe, moralisch durchaus belastbare oder belastende Situation. Was hier noch sehr schön ist, und vielleicht komme ich da nochmal ganz kurz drauf zurück hier, im letzten Jahr haben Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer genau für diese Art von Experimenten, die sie vor allem in Entwicklungsländern durchgeführt haben, den Nobelpreis erhalten, um herauszufinden, welche Art von Gesundheitspolitik etc. wirkt. Wie kann man die Situation tatsächlich verbessern? Acemoğlu-Leibsen-List schauen sich hier auch zum Beispiel ein Schulexperiment an, wo zum einen Schüler dafür bezahlt wurden, wenn sie, also $50, wenn sie regelmäßig die Hausaufgaben machen, dann Eltern dafür bezahlt wurden, wenn sie das bei ihren Schülern veranlassen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Fragestellungen, was sich natürlich zeigt, man muss den Eltern das Geld geben, nicht den Schülern. Gut, die zweite Art von Experiment, die hier eine Rolle spielt, sind die sogenannten natürlichen Experimente. Was heißt das nun? Das sind Situationen, wo die Subjekte, die wir betrachten wollen, automatisch entweder in der Treatment- oder in der Kontrollgruppe aufscheinen, ohne dass hier irgendwas durch den Forscher, die Forscherin gemacht wurde. Das wichtigste natürliche Experiment, das wir die letzten 30 Jahre hatten, das war natürlich die deutsche Wiedervereinigung, weil da hatten sie plötzlich hier zwei deutsche Staaten, die eine komplett unterschiedliche Geschichte hatten. Und naja, es war zwar nicht komplett zufällig, wo sie waren, auf welcher Seite der Mauer sie waren, aber es ist doch weitgehend unbeeinflussbar gewesen. Okay, und die wird häufig als natürliches Experiment betrachtet bei vielen Untersuchungen, zum Beispiel im Hinblick auf das Verhalten im Wohnungsmarkt etc. Was sie auch haben, und darauf kommen wir jetzt wieder zurück, ist ein sehr schönes Beispiel, das Ihnen nochmal eine Auskunft darüber gibt, wie viel ist Bildung wert. Das ist ein Beispiel, das zurückgeht auf eine Entscheidung in Großbritannien im Jahr 1947. Im Jahr 1947 hat nämlich die britische Regierung die Mindestschuldauer von 8 auf 9 Jahre und damit das Schulentlassalter, das Mindestschulentlassalter von 14 auf 15 Jahre angehoben. Okay, das war ein natürliches Experiment. Die Schüler konnten sich nicht entscheiden, sondern wenn sie eben 1947 14 waren, dann sind sie rausgekommen. Wenn sie vorher also dann hatten sie noch einen Zusatz, stopp, dann hatten sie eben nur die 8 Jahre. Wenn sie nach 1947 14 wurden, dann hatten sie eben 9 Jahre. Und was sich tatsächlich gezeigt hat, ist, dass diese Änderung tatsächlich zu einer Erhöhung der Gehälter um etwa 10% geführt haben. Ein sehr interessantes Resultat, wie ich finde. Was wir hier natürlich durchaus machen können oder uns ansehen könnten und was tatsächlich Bildungsökonomen schon problematisiert haben, ist, wie stark wirkt sich die Corona-Pandemie zum Beispiel jetzt auf die Schulabsolventen aus? Okay, hat das auch eine Auswirkung, wenn wir ein halbes Jahr keinen regelmäßigen, gewohnten Unterricht mehr haben, sondern diverse Hilfskonstrukte einführen müssen. Das wäre vielleicht eine interessante Frage, die wir dann vielleicht in 10 Jahren mal entscheiden können. Ja, welche Art von Fragen ist eine in Anführungszeichen gute ökonomische Fragestellung? Nun, sie muss relevant und wichtig sein, sodass eben diese ökonomische Forschung zur Wohlfahrt, zum Gemeinwohl beitragen kann. Also zum Beispiel, was sind die ökonomischen Folgen eines Lockdowns beziehungsweise eines Nicht-Lockdowns? Was sind die Folgen, um da von diesem aktuellen Thema wegzugehen, was sind die Folgen einer Anhebung des Mindestlohns?
Das sind alles Fragen, die man sich hier stellen kann. Das Wichtige ist jetzt hier, die Fragen sollten prinzipiell beantwortbar sein. Gerade bei der Frage, was sind die ökonomischen Auswirkungen des Lockdowns oder Nicht-Lockdowns, ist das hier besonders schwierig natürlich, das empirisch zu beantworten, weil zum Beispiel in Europa viele Länder sich ähnlich verhalten haben. Schweden ist ein anderes Beispiel, aber gerade in den USA gibt es jetzt schon erste Forschungspapiere, die die unterschiedlichen Lockdown-Entscheidungen in verschiedenen Bundesstaaten sich näher anschauen und daraus eben versuchen, Ergebnisse abzuleiten, empirische Ergebnisse abzuleiten, wie stark hat hier eine unterschiedliche Intensität der Maßnahmen gewirkt auf eben die wirtschaftliche Entwicklung, aber natürlich auch auf das Pandemiegeschehen, auf die Entwicklung der Krankheitszahlen und Infektionszahlen. Was hier natürlich noch wichtig ist, hier, das war das, was ich am Anfang schon gesagt habe, die Frage danach, ob Gott existiert, die können Sie so einfach nicht beantworten. Also wir haben einen Unterschied sehr häufig zwischen philosophischen und theologischen und hier diesen wirtschaftswissenschaftlichen Fragen. Gut, das war jetzt der erste Teil. Ich habe jetzt für Sie Fragen zum Wohnungsmarkt. Nämlich, sind Sie mit Studienbeginn nach Gießen gezogen? Ja, nein, wegen Corona oder nein, aus sonstigen Gründen. Wie weit wohnen Sie entfernt von der Gießener Stadtmitte? Können Sie entweder Seltersweg oder nehmen Sie das Uni-Hauptgebäude oder nehmen Sie unseren Campus? Wie viel Miete bezahlen Sie und wie lange benötigen Sie von Ihrem Wohnort in Minuten bis zum Zentrum von Gießen? Okay? Bei Ihrer typischen Pendelstrecke zum Beispiel. Ja, willkommen zurück zur Vorlesung. Nun gehen wir über zum dritten Kapitel, in dem wir uns die Optimization näher ansehen und sehen, wie so ein Optimierungsproblem gelöst wird. Es geht natürlich darum, das Beste zu tun, was man schaffen kann, also das Beste aus einer bestimmten Situation herauszuholen. Ich habe am Anfang schon dargestellt, dass das nicht immer klappt, aber prinzipiell wollen das doch die meisten erreichen, dass sie das Beste für sich herausholen. Sie werden aber auch sehen, das Ganze ist ein Ihnen sehr wohlbekanntes Problem, einfach aus der Kurvendiskussion. Es geht hier um Optimierung und wir schauen uns Maximum oder Minimum an. Wenn wir später die formalen Ansätze sehen, werden Sie sehen, dass das keine formal neue Fragestellung für Sie ist. Worum geht's? Nun, es geht um die Optimierung, doing the best you can, also das Beste für sich herausholen. Und wenn Sie optimieren wollen, müssen Sie immer eine Wahl haben. Okay? Und das heißt, Sie schauen sich die beste feasible-ware erreichbare, die beste erreichbare oder mögliche Option an. Also nur wenn Sie eine Wahl haben, können Sie optimieren, sonst haben Sie keine Wahl und dann haben Sie auch kein Optimierungsproblem. Was Männern oft sehr entgegenkommt, die wollen nicht entscheiden. Okay, aber wir schauen uns jetzt trotzdem die Entscheidung an. Wir haben zwei Arten, wie man optimieren kann. Einmal Optimization in Levels. Das wäre so eine Art globale Optimierung, könnte man sagen. Wir betrachten das Niveau zweier verschiedener Aktionen zum Beispiel und schauen an, was da die bessere ist. Und dann die Optimierung in Differenzen oder später mal, wenn wir marginale Änderungen ansehen, das ist die sogenannte Marginalanalyse. Okay, Marginalanalyse. In diesem Kapitel, falls irgendjemand von Ihnen noch die erste Auflage des Acemoglu-Leibniz-Lehrbuch hat, da gibt es geringfügige Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Auflage. In der zweiten Auflage betonen Sie weniger die zwei verschiedenen Arten der Optimierung, sondern die Tatsache der Optimierung selbst. Aber im Aufbau ändert sich mit Ausnahme der Überschriften fast nichts. Gut, was sind unsere Schlüsselpunkte, unsere Schlüsselideen? Nun, wenn ein Wirtschaftssubjekt die beste mögliche Option wählt, dann optimiert er oder sie. Und bei der Optimierung in diesen Niveaus, das wird Ihnen gleich noch klar werden, da wird einfach der gesamte Nutzen dem gesamten Kosten gegenübergestellt und wir maximieren im Prinzip den Netto-Nutzen und wählen die Alternative, die dann den höchsten Netto-Nutzen liefert. Optimierung in Differenzen, unsere Marginalanalyse, die schaut sich
den Nettozuwachs an, wenn eine Person von der einen zur anderen Alternative wechselt und ein bisschen mehr vom einen und ein bisschen weniger vom anderen macht. Und auf diese Art und Weise erhalten wir so einen marginalen Vergleich, Comparison, der Vergleich zwischen zwei Alternativen. Und wie gesagt, ich hatte das schon gesagt mit den Levels, wir schauen uns einfach den Gesamtwert an und bei der Optimierung in Niveaus. Wir können aber eben auch in Form dieser Marginalanalyse über die Differenzen gehen. Beide müssen dasselbe Resultat liefern. Okay, es sind einfach nur zwei Arten. Wir starten wieder oder verwenden wieder ein evidenzbasiertes Beispiel. Wir haben wieder eine empirische Fragestellung als Ausgangsfragestellung, nämlich wie entwickeln sich die Mieten, die Mietkosten in Abhängigkeit vom Wohnort? Okay? Die Frage wird sein, was passiert? Das war das, was wir in Class X gerade schon gefragt haben. Wenn Sie weiter weg wohnen vom Zentrum, haben Sie dann zum Beispiel niedrigere Mieten. Wie beeinflusst Ihr Standort bzw. Ihr Wohnort Ihre Miethöhe? Das werden wir uns gleich näher ansehen, was Sie da geliefert haben. Nun, a matter of focus, was sehen wir uns an? Optimieren Sie alle immer? Das ist eine große, wichtige Fragestellung. Das wurde den Ökonomen immer vorgeworfen, dass sie immer sagen, ja, jeder und jede ist nur daran interessiert, sein Bestes für sich herauszuholen und so weiter. Dabei sind Menschen oft zum einen gar nicht so egoistisch, um das Beste für sich herauszuholen. Darauf werden wir erst im 16. oder 17. Kapitel eingehen, inwiefern es altruistische Motivationen gibt für das Tun. Hier beschäftigen wir uns eher damit, inwiefern es nicht immer klappt, das Beste für sich rauszuholen, aus irgendwelchen Gründen. Und was sind da mögliche Gründe? Nun, es ist einfach manchmal schwierig, die optimale Entscheidung zu treffen. Warum? Weil man beschränkte Informationen hat, kennt sich nicht über alle oder kennt nicht alle Details einer bestimmten Entscheidung. Es ist so, dass es sehr schwierig sein kann, selbst wenn man alle Informationen hat, alle Informationen zu verarbeiten. Okay? Denken Sie nur daran, wie oft Sie im Internet einfach klicken und zustimmen, obwohl Sie gar nicht die ganzen Informationen, die ganzen AGBs, also Geschäftsbedingungen und so weiter, durchlesen. Okay? Das wird häufig auch unter der Diskussion Bounded Rationality beschrieben. Okay? Also Sie sind gar nicht mehr in der Lage. Dann kann es natürlich auch Unerfahrenheit geben, wenn Sie selber zum ersten Mal ein Finanzprodukt kaufen und da keine Ahnung haben, kann es sein, dass Sie übers Ohr gehauen werden oder sich selber ein Bein stellen. Und das letzte Problem dafür, dass Sie nicht optimieren oder vielleicht Ihrer optimalen Wahl nicht folgen, ist die Prokrastination, Selbstkontrollprobleme. Prokrastination wird mittlerweile auch im Deutschen verwendet. Die Übersetzung ist aber, weiß ich, ob das irgendwer von Ihnen vielleicht sogar weiß, Aufschieberitis. Okay, das ist auch kein besonders schönes Wort, aber es sagt genau das aus, was es eigentlich meint. Okay, das ist natürlich etwas, was zwischen der Optimierung und Ihnen durchaus im Weg stehen kann. Ja, wie wählt man jetzt? Das ist die Frage. Ich habe hier noch, falls Sie die Folien ausgedruckt haben, ich habe hier noch diesen Untertitel hinzugefügt, Choosing the Best Feasible Option. Also wie wählt man das Beste unter den möglichen oder die Beste unter den möglichen Optionen? Wie wägt man Zielkonflikte ab, unsere Trade-offs? Und das geht eben um diese zwei Arten, nämlich entweder über die Optimierung in den Niveaus. Wir schauen uns den Gesamtwert an, schauen uns also bei einer Option den gesamten Nutzen an und vergleichen den mit den gesamten Kosten und erhalten dann den Netto-Nutzen, Netto-Gewinn oder tatsächlich wäre das dann der Gewinn von bestimmten Optionen und wählen dann natürlich die beste. Oder wir optimieren über die Differenzen in dem Marginal Analysen und schauen, wie ändert sich unser Nutzen, wenn wir ein bisschen mehr von der einen Sache machen und dafür etwas weniger von der anderen. Okay? Da kommen wir am besten zu unserem Beispiel, um das näher zu erläutern, nämlich unser Optimierungsproblem oder unsere Optimierungsfragestellung ist, wie bestimme ich das optimale Apartment, wo suche ich mir eine Wohnung?
Nun, das ist nicht trivial, das sollte auch für Sie nicht trivial gewesen sein. Vielleicht in diesem Semester sehr schwierig, weil es erstmal die Entscheidung war, soll ich überhaupt nach Gießen gehen, wenn ich irgendwo anders wohne und dort das Studium begonnen habe, weil ja vielleicht sowieso alles online ist. Okay? Aber von diesem Problem abstrahieren wir jetzt mal für den Augenblick und schauen uns an, ja, wo würden wir gern wohnen? Und es ist oft so, zum Beispiel, das war jetzt auch unsere Frage in ClassEx, Ihre Arbeitsstelle ist im Stadtzentrum, in der Stadtmitte oder hier unser Campus Liecherstraße ist ja auch relativ zentral. Wo wollen Sie dann wohnen? Wollen Sie möglichst nah daneben wohnen oder ist es Ihnen egal, wohnen Sie gerne auch weit weg? Typischerweise haben Sie hier einen Zielkonflikt. Warum? Wenn Sie nahe wohnen wollen oder wenn Sie im Stadtzentrum wohnen wollen, haben Sie typischerweise hohe Mieten. Je weiter Sie vom Stadtzentrum weggehen, umso niedriger sind die Mieten, aber, und das steht hier auch hier, umso Commuting Time, wer das Pendeln, okay, umso mehr Zeit brauchen Sie für das Pendeln, wenn Sie weiter weg wohnen. Also das ist Ihr Zielkonflikt, den Sie sich hier ansehen wollen. Einerseits gibt es nah am Zentrum hohe Mieten, andererseits haben Sie da viel mehr Zeit, weil Sie keine Zeit fürs Pendeln brauchen. Und wie können wir jetzt optimieren, wenn wir unseren Optimization in Levels machen und den Gesamtwert uns anschauen? Naja, um optimieren zu können, müssen wir alles irgendwie in Dollar oder in eine einheitliche Einheit übersetzen. Und das wäre hier, also unsere einheitliche Einheit wäre einfach eine monetäre Größe. Euro pro Monat zum Beispiel. Alle Kosten, auch unsere Zeitkosten, unsere Pendelkosten, müssten wir in Geld dann umrechnen. Und natürlich genauso unsere Benefits, unseren Nutzen. Und dann können wir den Net-Benefit, den Netto-Nutzen oder den Gewinn jeder Alternative bestimmen und dann die Alternative mit dem höchsten Netto-Nutzen bestimmen. Okay? Und hier haben Sie das nochmal dargestellt. Hier haben Acemoğlu Leibniz das mit Zahlen versehen. Hier sehen Sie, wenn Sie nah am Zentrum wohnen, zahlen Sie 1.180 Dollar im Monat. Wenn Sie sehr weit weg wohnen, haben Sie 180 Dollar weniger. Allerdings ist es so, dass hier die Zeitdauer, die Sie brauchen, um zu pendeln, ach, das habe ich hier schlecht gemacht hier, sind Hours per Month. Die Zeitdauer ist natürlich, wenn Sie sehr nah wohnen, pro Monat ist das hier, dann brauchen Sie jeden Tag, oh Gott, was sind 5 Stunden gerechnet durch 20, sehr schwierig, aber jeden Tag nur ein paar Minuten. Wenn Sie weiter weg wohnen, pendeln Sie jeden Tag eine Stunde bei 20 Tagen. Okay, eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Okay? Und die Frage ist jetzt hier, was natürlich hier schon klar ist, die Miete, Rent ist Miete, okay, haben Sie sowieso schon in Dollar oder in Euro ausgedrückt. Das steht in Ihrem Mietvertrag drin. Unsere Stunden hier, das ist aber noch nicht in Euro. Und unsere Zeit zu pendeln, wovon werden die Kosten des Pendelns abhängen? Na, das steht so halb schon in der Zeit drin, aber ist natürlich abhängig davon, Availability, Verfügbarkeit von öffentlichen Transportmitteln. Wie teuer ist zum Beispiel das Benzin? Ups, das Benzin. Wenn Sie mit dem Auto pendeln, in den USA ist das meistens so, dann wird das natürlich eine Rolle spielen, wenn Sie sehr weit fahren müssen. In den USA zahlen Sie beim Parken am Campus immer viel Geld, auch als Universitätsprofessor. Also das Parken wird in Ihre Entscheidung eingehen, weil dann das Laufen vielleicht viel billiger ist. Dann ist die Abnutzung, der Verschleiß, Wear and Tear des Autos spielt natürlich eine Rolle bei Ihren Kosten. Und die wichtigste Größe hier ist natürlich sind die Kosten der Zeit. Und das sind unsere Opportunitätskosten. Und das, wie immer, das hatten wir vorher schon mal, versetzen wir dem hier eine Größenordnung, wie vorher auch im letzten Kapitel schon, unterstellen Acemoğlu-Leibniz hier, dass für einen typischen Studenten, eine typische Studentin, die Opportunitätskosten der Zeit 10 Euro oder 10 Dollar sind hier. In der Zeit, in der sie sonst in der Bahn sitzen oder im Auto, könnten sie auch was anderes machen und eben das verdienen in gewisser Weise. Und dann haben Sie hier auch ihre Zeit umgerechnet in eine monetäre Größe, nämlich
was sind die Kosten dieses Pendels. Und da sehen Sie, naja, 5 Stunden, wenn Sie unterwegs sind, sind es bei einem Stundensatz von $10 eben 50, 20 Stunden sind es eben $200. Und was Sie jetzt dann haben, sind die gesamten Kosten, die sich zusammen ergeben aus den Mietkosten, Rent, und den Pendelkosten. Und dann haben Sie hier so verschiedene Größen. Da sehen Sie hier, wenn Sie sehr nah wohnen, haben Sie zwar niedrige Pendelkosten, dafür aber hohe Mietkosten, und das sind 1230. Sie sehen, das Niedrigste haben Sie hier mit 1180, wenn Sie weit, aber nicht ganz weit entfernt wohnen. Es ist schöner, wenn Sie das in einem Diagramm anschauen und sich darstellen. In so einem Diagramm steht an der Abszisse typischerweise hier die Entfernung, sonst stehen da typischerweise die Mengen. Und an der Ordinate steht dann sowas, Ordinate ist die Y-Achse, sowas wie der Preis oder die Kosten. Und wenn Sie jetzt hier diese Gesamtkosten darstellen, dann können Sie hier einfach die 4 Punkte darstellen. Es ist schöner, wenn Sie das verbinden, dann sehen Sie das eher. Und was Sie hier jetzt natürlich haben, ist zunächst mal ein Kostenminimierungsproblem. Wenn es Ihnen nur darum geht, die Kosten zu minimieren, die Sie mit ihrer Apartmentwahl haben, dann sehen Sie hier sofort, jetzt hoffe ich, dass das auch kommt, wo unser Optimum liegt. Das ist hier by far. Das sehen Sie hier ganz besonders schön, weil hier die Kosten minimal sind. Alternativ könnten Sie hier natürlich auch noch sowas wie ein Benefit einzeichnen. Den Nutzen, den können Sie auch irgendwie monetär bewerten. Wenn wir es uns einfach machen, könnte man sagen, es ist egal, wo Sie wohnen. Das hängt nicht davon ab, wie weit Sie von der Stadtmitte entfernt sind. Dann könnte man sagen, okay, das ist immer 2000. Okay. Tatsächlich werden Sie sehen, ist es so, dass der Nutzen vielleicht viel für junge Leute in der Nähe des Stadtzentrums höher ist und weiter weg. Für ältere Leute kann es vielleicht besser sein, weiter draußen. Aber jedenfalls, wenn Sie hier denn auch noch eine Größenordnung für den Nutzen haben, dann würden Sie einfach die Differenz hier sich anschauen. Das wäre im Prinzip so eine Art Netto-Nutzen oder Gewinn. Und da sehen Sie natürlich, wenn der Nutzen an allen Stellen der gleiche ist, die Kosten aber unterschiedlich ist, kriegen Sie genau das gleiche Resultat hier, das hier bei weit entfernt das Optimum liegt. Gut, was passiert jetzt, wenn wir die Opportunitätskosten des Pendelns ändern? Wie könnte das passieren? Nun, wenn Sie jetzt Ihr Studium abgeschlossen haben, dann ist es so, Sie gehen in den Beruf, dann werden Sie plötzlich höhere Stundenlohn haben und nicht mehr $10 pro Stunde, sondern $15. Wir machen jetzt eine Veränderung. Was natürlich klar ist, die Mietkosten werden sich nicht ändern dadurch, dass Sie ihr Studium abschließen. Okay? Aber was sich ändern wird, sind Ihre Pendelkosten, weil Ihre Opportunitätskosten der Zeit steigen. Und dann ist es natürlich so gewählt, dass Sie ein anderes Optimum kriegen. Erneut können wir das viel besser anschauen, wenn wir es im Diagramm uns ansehen. Und da haben wir jetzt hier das ursprüngliche und hier ist jetzt das ursprüngliche Optimum und bei $10 die Stunde ist hier, okay, und jetzt hier auch das neue mit $15 pro Stunde. Und da sehen Sie jetzt hier, weil Ihre Opportunitätskosten der Zeit gestiegen sind, kriegen Sie auch ein anderes Optimum und Sie ziehen näher in die Stadt, weil es Sie einfach viel kostet, so lange zu pendeln. Okay, das ist das, was wir hier machen. Und erneut könnte man natürlich auch hier wieder unsere Benefits hier, okay, anzeichnen. Sie würden genau das gleiche Resultat kriegen, eben über diese Differenzen hier. Okay, Sie sehen, zentral hier sind die Opportunitätskosten bei diesem Optimierungsproblem. Natürlich, als ich in Wien an der Uni war, gewohnt im 18. Bezirk, gearbeitet in der Brünnerstraße in Floridsdorf im 21. Bezirk. Das war eine halbe Weltreise. Es hat etwa so lange gedauert, ursprünglich, wie wenn man von Gießen nach Frankfurt fährt. Dann wurde aber die U6 eröffnet, die eben dann den 9. Bezirk und den 21. Bezirk, wenn Sie sich in Wien auskennen, direkt verbindet. Dadurch
ist die Zeitdauer deutlich zurückgegangen. Aber die, also das heißt, jetzt haben sich die Opportunitätskosten geändert. Wenn man jetzt in Floridsdorf gewohnt hat, hatte man jetzt plötzlich eine viel kürzere Pendeldauer. Aber das Problem ist jetzt, und deshalb habe ich diesen Fall dargestellt, in diesem Fall ändern sich natürlich nicht nur Ihre Pendelkosten, sondern die aller Bewohner in diesem Bereich. Und dann werden Sie auch Änderungen der Marktpreise kriegen. Und was Sie immer sehen ist, wenn so eine neue U-Bahn-Linie eröffnet wird, dann steigen in den vorher weit entfernten und schlecht zu erreichenden Stadtteilen tatsächlich die Mieten. Weil da das Angebot, die Nachfrage steigt. Aber darauf kommen wir später zurück, auf diesen Einfluss hier von solchen Änderungen im Markt. Also das Wichtige ist jetzt hier, ändert sich nicht nur die Opportunitätskosten eines Einzelnen oder auch in diesem Fall die Zeitkosten, sondern es ändern sich im Prinzip die einer ganzen Reihe von Marktteilnehmern. Was jetzt hier fehlt ist, naja, ich habe oben hingeschrieben, der Benefit sei für alle gleich. Aber natürlich ist es so, dass für junge Leute es interessant ist, in der Nähe der Stadt zu sein. Für Ältere ist es vielleicht so, dass die gerne weiter draußen sind, weil sie dann ein Haus mit Garten haben, etc. Okay? Also was hier zu kurz gekommen ist, war im Prinzip diese Diskussion des Nutzens. Das ist aber noch besonders schwierig, wie kriegen Sie das hin? Wir werden aber sehen, dass der Markt natürlich auch dieses Problem löst, weil dieser Nutzen drückt sich in nichts anderes aus, in nichts anderem aus, als das, was Ökonomen Zahlungsbereitschaft nennen. Darauf kommen wir aber später nochmal zurück. Hier noch ein kurzer Ausflug in Entweder-Oder-Entscheidungen versus wie viel, also either or, Entweder-Oder-Entscheidungen und hier wie viel. Das, was wir uns gerade angesehen haben, war im Prinzip eine Wie-viel-Entscheidung. Hier war es nicht wie viel, sondern wie nah wollen wir an der Stadt wohnen. Da können Sie dann so eine marginale Betrachtungsweise machen. Wollen wir ein bisschen näher an die Stadt und dafür mehr höhere Miete zahlen und geringere Pendelkosten haben oder umgekehrt. Andere Entscheidungen sind so Entweder-Oder-Entscheidungen. Ich habe das hier noch genommen aus dem früheren Lehrbuch von Krugman und Wells. Das sind Fragen, soll ich in Gießen oder soll ich in Marburg studieren? Das ist nicht so ein bisschen, ich kann nicht sozusagen sagen, na, ich will ein bisschen näher an Marburg, ich gehe dann nach Lolla. Also das geht nicht, Sie müssen sich dann entscheiden für das eine oder andere Tide or Cheer, das wäre Persil oder Ariel oder irgendwie sowas. Das ist eher uninteressant, aber wollen Sie sich ein Auto beschaffen oder nicht? Sie sehen, in modernen Zeiten mit dem Carsharing gibt es sogar hier eine Zwischenlösung, aber in aller Regel ist das auch eine 0-1-Entscheidung. Wollen Sie nach dem Bachelor-Abschluss noch ein Masterstudium dranhängen, ja oder nein? Das wäre auch eine 0-1-Entscheidung. Und bei diesen 0-1-Entscheidungen, das ist das, was hier unten noch steht, da müssen Sie dann eben den gesamten ökonomischen Nutzen dieser beiden Größen vergleichen. Also dieses Statement hier ist ein bisschen zweideutig. Die Frage ist, wieso nicht beide positiven ökonomischen Profit haben könnte. Das ist dann wieder die Frage, welche Opportunitätskosten Sie einbeziehen. Aber klar ist, hier bei solchen 0-1-Entscheidungen müssen Sie die Niveaus vergleichen. Okay, das ist bei wie vielen Entscheidungen anders. Ich hoffe nicht, dass Sie sagen, ich lerne entweder für Mikro überhaupt nichts oder die 180 Stunden, die in der Modulbeschreibung stehen. Genau das Gleiche ist es für Makro. Das wird eher eine marginale Entscheidung sein. Gut, ja, diese Fragen können Sie sich anschauen. Das wird eine Frage sein, how many workers should you hire in your company? Also sollten Sie einen Arbeiter, eine Arbeiterin mehr einstellen, ja oder nein? Sie werden sich typischerweise nicht fragen, soll ich alle meine 1000 ausstellen, ja oder nein, sondern brauche ich noch 5 mehr oder 5 weniger? Okay, das wären solche wie viele Entscheidungen. Das ist das, was auch hier kommt. Und da sind wir dann bei der Optimierung in Differenzen beziehungsweise unserer Marginalanalyse. Was passiert, wenn wir uns kleine Veränderungen anschauen, also hier das Beispiel ist eher sehr studentisch, wie viel solcher Portionen wollen Sie haben, was hier vielleicht näher liegt, wie viele Stunden wollen Sie investieren in die Mikro 1 im Vergleich zu Management 1 und so weiter.
Okay, das sind typischerweise nicht 0-1-Entscheidungen, sondern eine Frage, soll ich eine Stunde, wie viel bringt mir eine Stunde Mikro 1, die ich dann aber weniger für Management 1 zur Verfügung habe. Okay, das sind so marginale Entscheidungen, da sollten Sie ein Optimum erreichen. Das schauen wir uns jetzt oder können wir uns genauso an unserem Apartment-Beispiel ansehen. Da ist es so, dass wir jetzt genau das gleiche haben wie vorher, $50, okay, das ursprüngliche Beispiel mit Opportunitätskosten der Zeit von $10 pro Stunden, hier wieder die Gesamtkosten. Was wir uns aber jetzt anschauen ist, was im Sinne unserer Kostenminimierung, wir wollen möglichst niedrige Kosten des Wohnens inklusive eben der Pendelkosten. Was passiert, wenn wir quasi von Standortwahl sehr nah zu einem etwas weiter weggehen? Dann sehen wir, wir verbessern uns, weil die Kosten um 40 sinken. Das wären unsere Grenzkosten, die hier gewissermaßen absinken, also wieder in Anführungszeichen. Dann sehen wir gehen so weiter. Wenn wir noch weiter gehen, sinken unsere Kosten nochmal. Aber wenn wir dann von far nach very far ziehen würden, würden unsere Kosten wieder steigen. Was heißt das? Unser Optimum liegt hier bei far. Okay? Und Sie sehen, wir haben genau das gleiche Ergebnis wie dasjenige, das wir gefunden hatten, als wir das mit Hilfe dieser Level-Analyse gemacht haben, uns die Gesamtwerte angesehen haben. Also was hier dasteht oder was wir hier machen, ist nichts anderes als eine Optimierung, wo wir hier dann zum Beispiel die Kilometer hinschreiben und hier unser, eigentlich könnte man hier Benefit und Cost hinschreiben und tatsächlich hier, beziehungsweise sollte ich eigentlich hier Benefit minus Cost hinschreiben, dann wäre das vielleicht irgendwie sowas, okay? Ist irgend so eine Funktion. Und was wir bei der Marginalanalyse tun, wir sehen natürlich hier im Beispiel sofort, das wäre das Optimum. Da ist Benefit minus Cost. Das soll ein C sein und kein L, das ist Ihnen klar. Da sind wir beim Optimum, aber wir können das natürlich auch erreichen, indem wir quasi immer hier so Schritte machen. Wir gehen von hier aus und sehen, ich mache es doch anders hier. Wenn wir von hier ausgehen und dahin gehen, dann steigt unser Benefit, während wenn wir von hier weitergehen und dahin gehen, da gehen wir in die falsche Richtung, da sinkt unser Netto-Nutzen. Okay? Also hier, if an option is the best choice, you will be better off as you move toward it. Das war hier. Wenn wir hier näher hingehen, verbessern wir uns. Und wenn wir weiter weggehen, geht es uns schlechter. Und Sie sehen gleich, das werden wir dann gleich so ein Problem analytisch in Form von einer Kurvendiskussion einfach machen. Sehr oft wird hier nicht der Kilometer stehen, sondern hier wird sowas wie Output stehen. Und dann wird hier nicht Benefit minus Cost stehen, sondern wird der schöne Buchstabe Pi stehen, den wir für Gewinn verwenden. Okay? Das ist das, was wir hinterher dann oft machen. Gewinn. Ja, wie optimiert man nochmal in Differenzen? Die machen das hier alles ein bisschen fußgängerisch. Okay? Amerikanische College-Studenten in den ersten Semestern, die können in der Regel oder nicht zumindest nicht alle differenzieren. Deshalb ist das alles ein bisschen komplizierter und mit Differenzen, aber auch so geht's. Also was wir wieder brauchen wie vorher ist, wir müssen alle unsere Kosten und Nutzen in derselben Einheit, und das ist meist Geld, ausdrücken. Und wir müssen wissen, wie ändern sich diese Kosten und Nutzen, wenn wir uns von einer Option zur nächsten bewegen. Okay? Und dann wenden wir, apply heißt anwenden, wenden wir das Prinzip der Optimierung at the margin an, also das Prinzip der Marginalanalyse. Wir wählen die Option, die uns eben besser stellt, wenn wir zu ihr hingehen, und besser, schlechter stellt, wenn wir von ihr weggehen. Also die Option wenden wir an, wo es nichts mehr bringt, wenn wir weiterlaufen. Oder im Gegenteil, wir uns verschlechtern. Und das können wir auch hier wieder anschauen. Genau das Gleiche. Sie sehen jetzt immer die gleiche Kurve, und das ist auch klar. Wir müssen auch genau das gleiche Ergebnis haben, weil die beiden Ansätze eben das gleiche Ergebnis liefern. Und Sie sehen, wenn man hier in very close startet und übergeht,
zu close, dann sinken unsere Kosten um 40. Wenn man dann noch weiter übergeht zu far, dann sinken sie noch um weitere 10. Also diese zwei Schritte sind gut. Da verbessern wir uns, unsere Kosten sinken. Würden wir aber noch weiter weggehen, würden wir uns wieder verschlechtern. Also gehen wir nicht weiter weg. Wir bleiben hier bei far und das ist unser Optimum. Okay? Und hier unsere entsprechenden Grenzkosten. Und die Grenzkosten unterscheiden sich tatsächlich auch nicht, beziehungsweise die Änderung in unserem Nutzen, wenn wir hier oben unseren Benefit anzeichnen würden, dann wäre der Benefit eben, wäre das eben hier der Benefit im ersten Fall und der Benefit im zweiten Fall wäre einfach um genauso viel mehr. Okay? Also unser Nutzen würde dann, oder unser Netto-Nutzen würde um diese Größe steigen. Nun, das ist ja alles hier, wie schon gesagt, ziemlich fußgängerisch. Was wir oder was Sie bestimmt jetzt haben wollen, sind Gleichungen und das kann ich jetzt endlich mal liefern. Das ist ja ein sehr einfaches Optimierungsproblem hier, zumindest so, wie wir das aufgesetzt haben. Wir haben hier einen Nutzen, bezeichnen wir mit Benefit, und wir haben Kosten. Und diese Nutzen und diese Kosten sind abhängig von der Entfernung in Kilometern x vom Stadtzentrum. Und für unseren Gewinn, den wir auch als Net Benefit bezeichnen könnten, gilt dann einfach, dieser Gewinn ist der Gesamtnutzen minus die Gesamtkosten. Und alle diese Größen sind eine Funktion der Entfernung vom Stadtzentrum. Okay, das ist einfach das, was hier steht. Das stand an der vorhergehenden Folie auch. Da hatten Sie dann in der ursprünglichen Version nur die Kosten. Ich habe dann noch diesen Benefit hinzugegeben. Aber wenn Sie jetzt hier so ein Problem haben, wenn Sie das hier maximieren sollen, und eine Optimierung ist nichts anderes als eine Maximierung, Sie wollen das Beste herausholen für sich, okay, dann maximieren Sie den Gewinn einfach durch die Wahl des optimalen X. Okay, und das geht, wie Sie wissen, aus Ihrer Kurvendiskussion, wenn das differenzierbare Funktionen sind einfach durch die Ableitung nach x. Sie bilden G' und G' ist nichts anderes als B' minus C'. B', die Ableitung des Benefits, nennen Sie Marginal Benefit. Die Ableitung der Kosten nennen Sie Marginal Cost. Also Grenznutzen oder Grenzertrag und Grenzkosten. Und im Optimum wissen Sie, muss was gelten und das muss gleich 0 sein. Nur dann haben Sie ein Optimum. Okay? Und das heißt natürlich auch, Sie setzen Marginal Benefit und Marginal Cost gleich, also marginalen Nutzen und marginale Kosten hin. Okay? Das ist unser Optimum. Und das ist nichts anderes als das, was wir gerade in dieser Ableitung mit Differenzen in dieser Marginalanalyse abgeleitet haben. Wir werden sehr häufig eine alternative Notation verwenden. Statt G' von x schreiben wir dg dx. Okay, und dann db dx minus dc dx und auch gleich 0. Das ist einfach nur eine alternative Notation, damit Sie das kennen. Was Sie natürlich jetzt auch noch wissen, ist, damit Sie ein Maximum haben, muss die zweite Ableitung dieser Gewinnfunktion hier, dieses g von x, kleiner 0 sein, beziehungsweise wenn wir hier die Benefits nicht drin hätten und nur die Kosten minimieren wollen, dann müsste die zweite Ableitung natürlich größer 0 sein. Okay, aber dazu werden wir in den Assignments, in den Übungsaufgaben eine Reihe von Beispielen haben. Optimierung wird Sie Ihr ganzes Studium sehr ausführlich verfolgen. Ja, wir haben dieses Beispiel gewählt. Ich habe behauptet, beziehungsweise Acemoglu, Leibsen-List haben behaupten, dass der Standort oder der Wohnort bestimmt, wie hoch die Mietkosten sind, also in diesem Zusammenhang vor allem, wie stark oder wie die Entfernung vom Stadtzentrum die Mietkosten bestimmt. Und was die jetzt hier tun, ist, sie schauen sich eine US-amerikanische Stadt etwas genauer an. Das ist Portland in, ich glaube, das ist in, ist das Washington State? Muss Washington State sein, hier ist Vancouver.
Okay, Portland. Und Sie sehen hier, das ist so eine typische amerikanische Stadt. Da gibt es so einen Autobahnring auch. Und ansonsten ist hier das Zentrum. Und Sie können aber auch relativ weit draußen wohnen. Was Acemoglu Lives List hier noch betonen, ist, dass Portland eben so ein Autobahnsystem hat, das ringförmig um die Stadt geht. Also wie Gießen fast. Okay? Und das hat auch einen Einfluss auf die Mietkosten. Und tatsächlich sieht das hier so aus, das ist eine relativ komplexe Funktion. Was Sie schon sehen hier ist die Entfernung in Meilen vom Stadtzentrum. Im Stadtzentrum sind die Mieten am höchsten, dann fallen sie, je weiter sie weg sind, bis hier zu diesem, das ist hier, wo der Autobahnring ist, und dann fallen sie weiter. Okay, hier, wenn Sie irgendwo in der Nähe des Autobahnrings wohnen, haben sie alle die gleichen Pendelkosten. Okay? Dann ist das völlig egal. Amerikaner pendeln mit dem Auto typischerweise. Das ist jedenfalls eine sehr komplexe Kostenfunktion. Wichtig ist, je weiter sie weg wohnen, umso niedriger sind ihre Miet- oder Hauskosten. Was Sie natürlich auch sehen, das ist hier gar nicht so eindeutig. Das könnte auch dann irgendwo mal wieder hochgehen, weil sie plötzlich eine besonders gute Anbindung haben. Was man hier aber noch einzeichnen könnte, das wäre die Miete, das wäre nur die Mietkosten, wäre natürlich irgendwie auch so eine Benefit-Funktion. Okay? Dann hätten Sie tatsächlich so ein Optimierungsproblem, wo Sie Nutzen minus Kosten darstellen und dann würden Sie sehen, naja, schaut, Sie suchen also die Entfernung, den Standort, wo hier diese beiden Kurven sich gerade tangieren, das könnte zum Beispiel hier sein. Dann wäre Ihr optimaler Wohnort gegeben. Sie haben diese Benefit-Funktion. Wäre das hier und die Benefit-Funktion, woher kommt die? Naja, Sie sind ein junger Mensch. Je näher Sie am Zentrum sind, umso schneller sind Sie in Kneipen. Wir haben keine Corona-Pandemie. Okay, und es ist für Sie schöner. Okay, aber Sie können sich vielleicht nicht so viel leisten. Gut, das Problem sehen Sie natürlich, ist auch formal relativ schwierig zu handhaben, weil Sie hier nämlich auch noch ein zweites Optimum hätten. Es soll jetzt hier wieder zwei parallele Linien sein, okay, aber das wäre dann Ihr Minimum. Okay, da sehen Sie, dass die Bedingung zweiter Ordnung noch wichtig ist. Gut, wie das hier zustande kommt, haben wir nicht dargestellt. Es wäre jetzt vielleicht, wir sind eh fast am Ende, dann mache ich das hinterher noch, wie das hier aussieht, wie das für Gießen in unserer Bewertung aussieht. Was wir hier sehen ist, woher kommen denn, oder die Frage, die sich hier noch stellt, ist, woher kommen denn diese Kosten oder diese Kostenentwicklung, dass es teurer ist, je weiter oder je näher man am Stadtzentrum ist. Okay? Sie sehen hier das Beispiel einer U-Bahn-Linie in Boston. Je näher Sie hier am Stadtzentrum sind, im Stadtzentrum zahlen Sie 962 Dollar. Wenn Sie hier weiter draußen sind, nur noch 262 Dollar. Sie sehen, je näher Sie am Stadtzentrum wohnen wollen, umso teurer ist es. Okay? Das gilt, schreiben Acemoglu Lives List, praktisch für alle größeren Städte. Die Frage, die sich hier aber dann ergibt, ist, warum ist das erstens so? Und da werden wir dann später sehen, das hängt natürlich mit dem Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage zusammen. Die zweite Frage, die sich aber stellt, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Okay, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Warum? Ist das nicht gemein? Ist das nicht ungerecht? Dann heißt es natürlich, eigentlich will ja jeder im Stadtzentrum leben, okay, aber nicht jeder kann es sich leisten. But not everyone can live downtown. Warum? Wegen der ökonomischen Knappheit. Okay? Und die ökonomische Knappheit tritt sich oder drückt sich in einem marktwirtschaftlichen System dann darüber aus, dass die Marktpreise hoch sind. Okay? Mieten hoch im Stadtzentrum. Oh. Machen wir hier so einen Punkt hin. Soll eigentlich ein Punkt sein im Stadtzentrum. Okay? Und was bedeuten diese Marktpreise? In diesem Fall die Mieten. Nun, die bedeuten, dass wir Anreize haben, uns entsprechend zu verhalten. Nämlich Sie, zumindest eigentlich explizit, führen Sie zur Allokation dieser Ressourcen. Nämlich die eine hohe Zahlungsbereitschaft haben für eine Wohnung,
die werden nahe der Stadt wohnen können. Und man müsste hier dazufügen, die auch hohe finanzielle Möglichkeiten haben. Okay? Die höchst bezahlten Arbeitskräfte werden in der Regel sich ein Apartment in den besten Lagen leisten können. Okay? Da ist natürlich zu diskutieren, ist das fair, ist das nicht fair? Wieso sollten diese hochbezahlten Leute auch sich noch so was Schönes leisten können? Okay? Da ist dann natürlich die Frage, wie bestimmt die Gesellschaft überhaupt über diesen Preis der knappen Ressourcen? In einem marktwirtschaftlichen System ist das das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Und das werden wir uns in den folgenden Kapiteln sehr genau anschauen. Also sollten wir so ein marktwirtschaftliches System haben, wo eben Landlords, die Vermieter und die Mieter frei verhandeln können, welcher Preis hier gelten soll auf diesem Wohnungsmarkt. In Berlin hat man da zum Beispiel oder zum Teil andere Vorstellungen, wie das aussehen sollte. Okay, da sagt man, man macht Mietpreisbremsen und so weiter. Ist das alles gerecht? Okay, oder ist das inequitable, ist das ungerecht? Die Frage ist, wie kann man oder was wäre vielleicht eine bessere Art hier der Allokation dieser Apartments? Mit all dem werden wir uns erst sozusagen in den folgenden Vorlesungen genauer beschäftigen, weil da beschäftigen wir uns damit, wie löst der Markt dieses Allokationsproblem? Wer kriegt was? Und welche Wohlfahrtseigenschaften hat diese Lösung? Und ist das in irgendeiner Art und Weise etwas, was aus gesellschaftlicher Sicht gut ist? Wir werden zeigen, das ist zumindest effizient. Ob es gerecht ist, das ist wieder eine andere Frage. Also damit wäre ich auch schon bei meinem Cliffhanger gewesen. Wie löst das Marktsystem dieses Allokationsproblem? Und welche Eigenschaften weist diese Lösung auf? Ich bin jetzt an dieser Stelle fertig mit diesem Teil. Ich möchte aber hier natürlich noch die Ergebnisse anzeigen, wenn ich das schaffe. Aha, jetzt habe ich gerade, Sie sehen, was Sie vielleicht nicht sehen. Ah, doch. Ah, Sie sehen hier, sehr viele sind nicht nach Gießen gezogen und davon ein Viertel wegen Corona und Online-Semester, einige schon. Aber was wir hier versucht haben darzustellen, ist im Prinzip so eine Kurve darzustellen, wo wohnen Sie? Also das ist natürlich alles völlig, völlig anonym. Und Sie sehen hier, wir haben ganz viele Nuller. Diese Nuller ist natürlich klar, ich nehme an, Sie wohnen alle bei Ihren Eltern. Also die würde man natürlich rausstreichen und dann, ich kann jetzt hier nichts einzeichnen, aber Sie haben hier sehr viele in der Nähe der Stadt. So, da sehen Sie hier müssen wir jetzt fast eine Regressionsanalyse machen und schauen, ob es so einen fallenden Zusammenhang gibt. Einen fallenden Zusammenhang zwischen, ich hoffe, Sie können das lesen, hier, jetzt habe ich es zu groß gemacht, zwischen der Entfernung in Kilometer und der Miete in Euro. Also Sie sehen, hier haben wir gleich das grundsätzliche Problem der empirischen Analyse. Wir haben jede Menge Probleme mit den Daten. Wir haben vielleicht auch Ausreißer. Wenn Sie jetzt hier eine Gerade durchziehen, sehen Sie doch eine Regressionsgerade. Das sollte schon fallen sein. Je weiter man wegwohnt von Stadtzentrum, umso weniger zahlt man. Aber das wäre dann eine Aufgabe für Ihre Einführung in die Wirtschaftsforschung. Okay? Und dann, ach, das ist aber ein wunderbares Beispiel, wie Sie sehen hier, je weiter Sie wegwohnen, umso höher sind Ihre Pendelkosten, zumindest was die Zeit betrifft. Okay? Also das ist ja fast eine idealtypische Regressionskurve, fast eine idealtypische Punktewolke. Das alles können wir jetzt noch etwas weiter diskutieren im WebEx, auch weitere Fragen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche ansonsten noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche beim Thema Angebot und Nachfrage. Tschüss.